Kannst du ja ihn ins Wasser schmeißen. Oh, Schlüssel! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er hier gleich hingehört. Okay. Egal, ich will trotzdem erstmal weiter gucken. Geht's nicht weiter, okay. Gehen wir da rein. Um zu... was? Zum Ducken, Dreieck drücken, okay. So. Wirklich gruselig ist bis jetzt mal noch nicht. So, der eine Jumpscare, der war ganz lustig mit dem Spiegel. Aber sonst... ein Schuss? Okay, hätte ich mal nichts gesagt. Ratte habe ich, glaube ich, auch gehört. Also ich meine auch im Trailer gesehen zu haben, dass man wieder mit einem klitzekleinen Rattenproblem nachher zu kämpfen hat. Aber wurden ja im ersten Spiel auch schon... ah, thematisiert, die Ratten. War das vorher schon da? Weiß es nicht. Egal. Hier geht's auf jeden Fall nicht hoch. Ja, wir gehen einfach da lang, wo uns das Spiel hinschickt. Viele Möglichkeiten gibt's ja nicht. Hier und da nochmal einen genaueren Blick hinwerfen, ob irgendwo was rumliegt, zum genau anschauen. Auch hin und wieder ein Blick auf meine Streaming-Qualität, die ist nach wie vor gut. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So. Ein Kasten zum Öffnen. Klasse. Und das Hämmerchen. Soll ich die... also... ist das... toll. Kann ich aufmachen, kann ich zumachen, kann den Hammer aber nicht nehmen. Ich will den Hammer vielleicht aber nehmen. Vielleicht muss ich den aber auch erst später nehmen. So. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Was muss ich jetzt hier machen? Muss ich das irgendwie richtig halten, damit ich das höre, oder? Nö. Oh. Oh. Gut. Dann wissen wir Bescheid. Vielleicht... Moment, da ist ja noch was. Ja. Ah! Dreimal kurz, zweimal lang, dreimal kurz, ist das nicht SOS? Ich weiß gerade gar nicht. Ist auch egal. Brauchen wir ja nicht. Wir sind ja definitiv nicht in Gefahr. Oder war das vom alten Nokia? Kann auch sein. Irgendwas sagt mir, ich muss in diese Tür. Da scheiß ich aber drauf. Ich gehe jetzt zuerst hier rein. Bin nämlich schon erwachsen und kann das selber entscheiden. So. Immer wieder mal aufs Mikro gucken, ob das auch alles richtig an der richtigen Stelle ist. Okay, also hier ist auch nichts. Ich stelle auch gerade fest, ja, also im ersten Layer so viel gab es ja auch jede Menge Schränke und auch Vitrinen, die man öffnen konnte, aber nicht musste, ja, mit Glasflaschen, die man sich genau anschauen könnte, also größtenteils Alkoholflaschen. Sollte das jetzt hier auch der Fall sein, dass ich alles Mögliche anpacken und anvisieren kann, dann bitte ich um Entschuldigung, ich werde es tun. Guck mal, das ist eine Klospülung, die benutze ich jetzt einfach, weil ich es kann. Ich zoome das sogar ran, weil ich es kann. Und da kann ich Wasser aufdrehen. Da kann ich auch Wasser aufdrehen. Da, also darüber habe ich sogar schon was gesehen. Dass dieses sinnlose Wasserhähne überall aufdrehen dem Spiel nicht wirklich Tiefe verleiht. Aber gut. Das machen vielleicht andere Sachen. So, habe mich jetzt natürlich hoffnungslos verrannt hier.
glaube ich. Egal. Ich muss ja auch jedenfalls durch jene Tür da, wie mir offensichtlich angezeigt wird, da war ich jetzt gerade schon drin. Die Watchtime, ja, die Watchtime, die ist sehr wichtig. Herzlichen Dank. Es können ja maximal 10 Stunden werden. 11! Ich gehe halt einfach weiter. Ist die Tür zu? Soll ich halt nicht mehr da reingehen? Mir doch egal. Scheiß drauf. Was ist denn hier? Jetzt geht die auf. Jetzt will ich halt doch wieder wissen, ob ich durch die andere Tür gehen kann. Ne? Wäre ich zum Spaß auf dem Boot. Ich glaube, die ist jetzt zu. Ne? Ja. Also, da wir rennen können, machen wir das auch hin und wieder. So. Sind wir soweit so gut. Ja, wirklich schlimme Sachen noch nicht passiert. Da drin ist es ein bisschen düster, deswegen gehe ich erstmal hier hin, wo es hell ist. Da ist eine Tür. Die ist zu. Ist gut. Der Tisch ist gedeckt. Die Tische sind gedeckt. Es ist bloß nicht zu futtern drauf. Na gut. Das hier auf. Das lassen wir aber auch erstmal. Jetzt bin ich schon wieder confused. Gehe ich jetzt zuerst in den düsteren Raum oder gehe ich jetzt zuerst da durch? Nicht so einfach. Ich gehe erstmal hier rein. Es wird auch langsam immer düsterer, kann das sein? Oder stelle ich mir das nur so vor? Ah, der düstere Raum ist gar kein anderer düsterer Raum, es ist der gleiche Raum. Nur ist die Ecke düster. Gut. So. Okay, ich höre wieder was. Wieder eine Tür geöffnet, irgendwo, irgendwer. Diese Tür ist offensichtlich nicht so wichtig. Gut. Jetzt kommt so ein bisschen Soundkulisse noch dazu. Das verheißt nichts Gutes. Irgendwas ist hier jetzt wo runtergefallen. Da qualmt es ein bisschen. Raucht da etwa jemand? Was haben wir hier? Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets them on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Der Typ duldet keinen Widerspruch. Also nach wie vor scheint ja auch immer noch die Rede vom Regisseur zu sein. Ich soll durch den Ring springen. Vielleicht. Mal gucken. Ja, wenn ich dem Rauch hier glauben darf, dann brennt der Ring vielleicht sogar. Aber das werden wir gleich sehen. So, also da gehen wir jetzt durch. Ach so. Da fällt da mal was runter, das passiert. Ich suche immer noch einen Ring, durch den ich springen soll. So, what if the guy's a little nuts? He's a director. He comes with a job. I mean, what's he gonna do? Kill you? Wer weiß. Schauen wir mal. Sollten im Hintergrund irgendwelche Geräusche hörbar sein, so wie jetzt eben beispielsweise ein Automotor, der angesprungen ist oder sowas. Ich entschuldige mich vielmals dafür. Normalerweise mache ich beim Livestream bzw. Aufnehmen auch die Fenster zu, damit keine Nebengeräusche möglichst vorhanden sind. Allerdings haben wir momentan Temperaturen, die es mir erschweren, das Fenster geschlossen zu lassen. Da freue ich mich, wenn ich abends dann noch ein kleines bisschen frische Brise bekomme. Aber vielleicht hört man es auch gar nicht. Okay. Also war sie nicht hier. Jetzt bewegt sich auch das Schiff scheinbar, ne? Bewegt sich also hin und her. Ich höre auch irgendeine Melodie. Glaube ich. Immer noch jemand. Das war der gleiche Raum wieder, oder? Nur Spiegelverkehr, also, oder halt nicht spiegelverkehrt, aber. Ja, gut, ich meine, es ist ein Schiff, da werden die meisten Räume relativ ähnlich den anderen sein. Kann ich wieder zurück? Nö. Das heißt, ich kann es nicht mal mehr nachprüfen.
ob der letzte Raum tatsächlich identisch aussah. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Das war nicht so wichtig. Das weiß ich nicht. Jetzt habe ich gerade wieder was gehört. Das mag aber auch ein Auto gewesen sein, das draußen mit einem basslastigen Lied vorbeigefahren ist. Also, nachdem ich jetzt hier 5, 6 Mal im Kreis gelaufen bin, ist mir völlig klar, dass hier nichts weiter ist. Deswegen gehe ich weiter. So. So, jene Tür. Hallo, nichts passiert. Speichert. Da gibt's was. Ja, gibt das her. Von Icarus Transatlantic. From Icarus Transatlantic Sicherheitsbüro an alle Offiziere. Die meisten von Ihnen haben schon von dem Hollywood-Film gehört, der an Bord unseres Schiffes gedreht wird. Wir senden Ihnen genaue Anweisungen darüber, welche Decks für gewöhnliche Passagiere gesperrt werden müssen. Und das Wichtigste, die Filmcrew und Schauspieler dürfen nicht gestört werden. Gut. Da ist noch was. Ach so, kann ich wieder zumachen. Ja gut. Okay, da ist dunkel. Das ist gut so. Noch mehr Licht, bitte? Licht? Naja, vielleicht gehe ich auch wieder. Nee, ich muss natürlich da rein. Also ich muss was mit diesem Globus hier machen, scheinbar. Ich komme auch nicht, obwohl ich kann schon außenrum hier irgendwie laufen. Die Frage ist, bringt das was? Ich denke nicht. Stück ist schlecht besetzt. Wie meinst du das? Okay, irgendwas gibt mir das Gefühl, dahin zu müssen. Kann ich das nochmal drehen? Ja, das Stück ist schlecht besetzt. Nun, liegt das an mir? Ich weiß es nicht. Ja, die ist offensichtlich zu. Also das Licht deutet mir den Weg. Sozusagen. Ja? Es gibt immer einen Weg. Ja, dann. Der scheint es ja nicht zu sein. War die andere Tür. Ist aber auch zu. Ob ich mich erinnere? Naja, an was denn, bitte? Es gibt immer einen Weg. Ja, ich drehe einfach das Ding nochmal, die Murmel, guck. Before the world told you who you should be, do you remember who you were? Okay. I will make you remember. Okay. Also gut. Dann nehmen wir diesen Weg. Jetzt geht's. Plötzlich. Gleicher Raum wie vorher wieder. Jetzt gibt's da was zu lesen. So viele haben es versucht, Teil meines größten Werkes zu sein, als ob es je eine andere Wahl gab. Nur eine Person kann diesen Charakter zum Leben erwecken. Nur eine Person ist gebrochen genug, um ihn zu erschaffen. Das klingt ja spannend. Da ist jetzt nichts mehr, okay. Ich glaube, diese gebrochene Person bin dann wohl ich. Blümchen? Kann ich dich wegschmeißen? Nö, okay. Links. Da geht's wohl nicht. Aha, okay. Das geht weg. Das Schiff hat vielleicht leichten. Das ist. Echt? Tust du? Wer bist denn du? Wo kommst du her? Also gut, also ich denke, es ist etwas Seegang, deswegen ist jetzt gerade hier hinten auch dieses, was auch immer es war, da nach hinten weg.
gerutscht. Ja, ich mache mir da keine größeren Gedanken. Das ist eine Sonne, möglicherweise. Vielleicht aber auch ein riesiges Stück Popcorn. Und Fisch. Speichert relativ häufig, nahezu in jedem Raum hier. Oh, da ist ein Zahlenschloss, wie ich sehe. Müssen wir natürlich erstmal einen Zahlencode finden, ne, dafür, schätze ich. Wäre ja sonst zu einfach. Vielleicht will mir das Vögelchen Wake was up, Mr. Hardy. zwitschern. We've got to get out of this godforsaken prison, before we rot. Das ist kein Vogel. Okay, irgendwas. Was? Okay. Also mir generell ist das Spiel leider auf den Kopfhörern gerade ein bisschen zu leise, aber ich hoffe einfach, dass das beim Zuschauer, Schrägstrich Zuhörer, ein bisschen besser ist. Immerhin will ich ja auch noch, dass man mich versteht. Das ist offensichtlich ein Piratenschiff hier. Das hat ja, offensichtlich auch ein Kind gemalt. Es war eben auch eine Kinderstimme, die da gesprochen hat. Jetzt ist da. Also da ist jetzt offen. Da sind wir aber, glaube ich, auch hergekommen. Ja. Das ist durch die Decke geknallt. Was ist denn da oben sonst so? Kann ich da hoch? 187. Okay. War jetzt doch recht einfach. Wie drehe ich das? Vielleicht muss ich es aber auch mit R2 erstmal tatsächlich natürlich wie Türen öffnen. Ich muss den Türknopf natürlich zuerst anfassen, bevor ich ihn bewegen kann. Also gut, 187. War jetzt eigentlich doch ganz einfach. So. Nach wie vor kommt es leider noch nicht an den ersten Teil ran, so atmosphärisch, so wirklich abgeholt fühle mich leider noch nicht. Aber gut. Are we really going? Klar. Lily, I'm. That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Remember the name, Quartermaster, or I'll have you walk the plank. Okay, es scheinen sich eventuell auch Kinder hier mit einem kleinen Piratenspiel zu vergnügen. Oder hatten sich vergnügt damit, wer weiß. Da ist ja jemand. Ich komme gleich zu Ihnen. Kleinen Moment. Das ist ein Hebel, den könnte ich bewegen, wenn ich das wollte. Werde ich wahrscheinlich auch noch müssen. Aber ich habe da jetzt momentan noch keine Lust dazu. Magst du mich angucken oder so? Plötzlich? Magst du aufstehen? Umkippen? Vielleicht auch erst, wenn ich den Hebel bewegt habe, ne? Ich bewege den Hebel und dann guckst du mich plötzlich an. Da hängt übrigens ein Sessel. Ach, der soll da wohl runterfallen. Ich soll dann bestimmt in das Loch springen. Jetzt schauen wir mal. Ich guck mal auf das Figürchen. Aha. Soll ich da jetzt raufgehen? Nochmal bewegen kann ich den nicht. Vielleicht ist das auch meine Markierung, wo ich hin soll, das Viereck. Entschuldigen Sie. Wie ist denn das?
Ja, ich gehe da mal hin. So. Hä? Wieso? Ich will doch... Hä? Der will nicht, dass ich da stehen bleibe irgendwie? Warte mal. Moment. Da geht es doch ganz offensichtlich auch irgendwie hin. Ah ja. Okay, jetzt haben wir jenen Hebel und jenen Knopf. Jetzt weiß ich nicht genau. Ah ja, ich gehe davon aus, ich muss natürlich entsprechend der Position des Sessels das Ding hier stoppen. Nein. Aha. Ist natürlich blöd, weil der Winkel ist ja irgendwie kacke. Muss ja hoffentlich auch nicht auf den Millimeter passen. Muss ich gedrückt halten. Hä? Was? Soll die Markierung vielleicht anzeigen, dass der Sessel gerade da nicht hin soll? Ich weiß es nicht. Aha, jetzt dreht sich das also so langsam weiter. Okay, das muss ein bisschen weiter da vorne sein, glaube ich. Die Markierung. Ah, es kann Stunden dauern, bis das jetzt da ist. Ist die noch da, die Markierung? Ja. Also, vermutlich... Ein bisschen weiter noch. Ich glaube, das passt. Verdammte Axt. Was ist denn jetzt los? Also, die wollen es doch auf einen Millimeter haben, oder wie? Dementsprechend wäre das noch ein kleines Stückchen weiter. Gesundheit. Nein! Gesundheit. Ich muss es noch ein kleines Stück bewegen, so wie es aussieht. So. Nee, muss noch ein Stück. Eieiei, ist jetzt Fitzelarbeit. Ich hoffe, solche Sachen passieren nicht allzu oft im Spiel. So. Und nun? Jetzt ist da vorne Licht. In Ordnung. Läuft. Da muss ich mich möglicherweise ducken. Jetzt gucke ich aber erstmal hier. Wollen sie auch noch den Kopf verlieren? Nee, okay. Da ist etwas. Achso, die Tasche hatten wir vorher schon. Passiert mit der jetzt noch was? Nö, alles schon gesehen. Okay. Gut, also. Aha, sie schon wieder. Wollen Sie den Kopf verlieren? Bestimmt demnächst. Oh. Da kann ich irgendwas mit tun. Muss der Vorhang irgendwie weg dazu vielleicht? Oder muss ich hinter den Vorhang? Moment. Hä? Komm ich hin? Okay. Mhm, also ich komme da so direkt nicht ran. Ich vermute...
Ja, der ist auch aus Stein hier, der Vorhang. Der kann ich auch nicht durch. Also irgendwie muss ich jetzt noch was tun. Da bin ich durchgekommen. Vielleicht das Ding da? Nö. Noch irgendwie was anderes hier zu machen? Ist gerade auch nicht. Ja, ich denke mir schon, dass da irgendwas mitgemacht werden muss. Ja gut, hier ist ja noch eine Tür zur Not, ne? Nehmen wir halt die. Aha, rechts oder geradeaus oder wie auch immer. Frage ist, sind wir hier wirklich schon fertig? Fertig vielleicht nicht, aber vielleicht kommen wir ja wieder. Schauen wir mal. Also, das. Es tut sich etwas. Ist die Tür zu, oder? Komme ich nicht zurück, ne? Supi. So, ja, was ist jetzt da? Ah. Ja, da geht es mal nix, ne? Muss ich das erstmal wegziehen oder so? Ne. Oder brennt's? Wollen wir nicht hin? Da geht's auch lang. Ich muss, glaube ich, überall mal hin. Dahin laufen? Muss ich genau dieser Strichlinie folgen? Keine Ahnung.